Ah. Okay, dann haben wir die Krankenstation jetzt hinter uns. Und jetzt sind wir im Eingangsbereich, so wie es aussieht, ne? Jo, was leckt das denn jetzt gerade so? Was habe ich denn so für FPS-Drops jetzt? Warum ist das so? Okay, hier ist erstmal kein Durchkommen. Können wir nicht einen Schluck trinken? Ne. Ja, hier geht's in den dunklen Flur weiter geradeaus. Da, ne? Gehe ich aber nur lang, wenn es wirklich keinen anderen Weg gibt. Ja gut, Basement. Hier ist vermutlich verschlossen. Ja, okay. Dann gehen wir erstmal den langen, dunklen Korridor entlang. Und ich dachte jetzt schon wieder jemanden gehört zu haben, der weint. Aber es wird gespeichert. Wir können das Spiel nicht mehr manuell speichern. Wir können das Spiel nicht mehr manuell speichern. Das ist eine Nachricht. Hast du mir einen Beweis geschickt, dass ich nicht panicke? Ah, Moment, durch die Nurse Station, ne? Oder da in Richtung Nurse Station war eine Treppe, ne? Mein Gott! Also da wo ich mich erschreckt habe. Und dann. Wo war die Treppe? Ich weiß nicht mehr, wo. Hier. Schlüssel! Aber als VIP, Kitty, probier das mal aus. Probier das mal aus, Kitty. Als VIP dürftest du eigentlich Links posten können. Probier das mal aus, ob du den Link im Chat posten kannst. Ich glaube, VIPs haben das Recht oder können Links posten. Ja. Yay! Genau, ist mir nämlich vorhin mal so eingefallen, dass wir das, meine ich, so eingestellt hatten, dass die das ruhig können. Moderatoren und VIPs. Ah. Jetzt wissen wir auch, warum der Fahrstuhl nicht funktioniert. Der Wiegesensor scheint nicht richtig zu funktionieren. Wir werden das Problem so schnell wie möglich untersuchen. Bis dahin müssen die Mitarbeiter die Kellertreppe benutzen, um in den Keller zu gelangen, natürlich. An der Rezeption gibt es einen Ersatzschlüssel. Okay, Rezeption. Auf zur Rezeption! Aber irgendwie fühle ich mich immer noch sehr unsicher hier. Zwar ist das Kapitel bis jetzt nicht so gefährlich wie das erste, aber irgendwie gruseliger. Und es macht verdammt viel mehr Spaß als das erste Kapitel. Da bleibe ich immer noch bei. Okay, hier ist gar nichts drauf. Orthopädie. Jetzt fragt sich nur, haben wir nicht irgendwo einen Hinweis oder irgendwas, wo Rezeption drauf ist? Genauso wie das Spiel jetzt hier gerade ist, das mag ich an Horror. Das ist richtig cool. Ist das hier die Rezeption? Ich weiß es nicht. Nee, das klemmt, okay. Block irgendwas anderes. Irgendwas anderes. Orthopädie. Block G3. Irgendwas knackt hier auch immer so doof, ne? Block G2. Medical irgendwas. Die Tür ist auch zu. Ja, die Frage ist jetzt nur, führt es. Die Tür da ist offen. Die Tür da ist offen. Das heißt, hier geht es vermutlich auch nur in eine Sackgasse, oder? Aber vielleicht triggern wir auch irgendwas Böses, wenn wir hier lang gehen, oder was ist das?
Okay. Weiß ja nicht, der Weg sieht schon ganz richtig aus, ne? Aber ich hab mich halt auch gefragt, warum die Tür hier auf ist. Medical. Ja. Ah, hier sind wir jetzt auf der. Okay, dann schauen wir jetzt erstmal hier rein. Aber bitte nichts Böses. Das ist die. Ist das die Rezeption? Das ist die Rezeption, oder? Was ist los, Rafiki? Schubladen können wir keine aufmachen, ansonsten können wir hier auch nichts anklicken. Yo, yo, yo. Ein Kassettenrekorder ist hier. Follow-up of patient number 9 on request from Smith Walter. Patient name, Raken Almutala. Gender, male, age 28. After Raken's first evaluation, it is safe to say that he'll be staying here for a while. I was able to get him to talk about his paranoia. The patient believes that the whole scenario has been organized by some evil corporation in order to brainwash him into subjugation. He believes his mental capacity. Ja, Kitty, dann schlaf mal schön. Danke, dass du wieder dabei warst. Hat mich sehr gefreut. From getting to him. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und schlaf schön, erhol dich, ruh dich mal schön aus. He has described these hallucinations to me as an eyeless humanoid that keeps on watching him wherever he is. Due to his psychotic behavior and his difficulty differentiating reality from paranoiac fabrication, he has been transferred to the psychiatric wing. He also displays violent behavior towards the staff, is considered to be dangerous, should be sedated and under constant surveillance in the psychiatric ward. Können wir die jetzt wenigstens mitnehmen? Nee, ne, die spielen wir nur nochmal ab, wenn wir die... Ja, okay. Können wir hier irgendwas von lesen? Leider nicht. Wir können hiervon gar nichts untersuchen und lesen. Okay, schade. Dann ist aber wahrscheinlich der Weg in die Rezeption. Ist ja vermutlich dieser hier. Nee, dieser hier. Hör auf zu klopfen! Habe ich dir schon mal gesagt. Und am besten auch aufhören zu knacken, bitte. Das ist überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht schön. Machen wir ein bisschen leiser. Nur weil es in dem Raum rot leuchtet, gehen wir da noch lange nicht. Gehen wir da wohl rein. Was denn? Ist war das. Oh. Oh, Schlüssel. Basement. Wir haben den Basement-Schlüssel. Nice, nice, nice. Aber wir können mal schauen. Wenn es in. Oh mein Gott, es war so klar, dass da jetzt einer. Ja, fast damit gerechnet, aber ich dachte nicht, dass das so schnell passiert. Wir müssen hier. Folgt uns. Der folgt uns. Oh, aber so ein Burger wäre nicht schlecht. Oh mein Gott. Ich komme hier nicht. Was? Wo lang denn? Ich. Hier ist die Sackgasse! Ja, wo soll ich denn wissen, dass er. Wo soll ich denn wissen, dass er eine Sackgasse ist? Mein Gott! Mann, ey! Wo soll ich denn wissen, dass da eine Sackgasse ist? Ich meine, das ist so dunkel! So, mit etwas Verspätung, weil Twitch-Chat mal wieder spinnt, aber es passierte schnell. Hä? Was? Wie? Was passierte schnell? Was meinst du? Lauf schneller, lauf schneller! Wir sind hier doch falsch. Irgendwas stimmt. Achso, wir müssen schieben, oder? Müssen wir die verschieben? Die ja, Moment. Den hier. Scheiße. Nein. Hä?
Wo geht's denn lang? Gleich, Philo. Wir machen nicht mehr so lange, dann gibt's Abendbrot, ne? Ich mach auch nur noch so 20, 25 Minuten, so 20 Minuten ungefähr, dann mache ich auch den Stream für heute aus. Aber das, ne? So, er kommt jetzt von rechts, das ist klar, aber wo soll man denn dann lang? Wir müssen bestimmt irgendeinen Tisch an die Seite schieben, oder nicht? Ich schätze mal den hier. Nein, den nicht. Den hier. Auch nicht. Hä? Bin ich blind? Wo geht's denn lang? Seht ihr einen Weg? Habt ihr eine Idee, wo es lang gehen soll? Ja, wenn wir halt direkt rechts in den Reihen rennen, sterben wir halt sofort, oder nicht? Ja, wir müssen definitiv hier lang. Aber... Ah, es geht hier raus? Ach, lol. Okay. Okay. Einfach nur die Tür rausnehmen. Alles klar. Alles klar. Puh. Komm, ich spiel mal wieder manuell speichern. Das geht nicht. Das ist halt echt doof. Aber ich muss sagen, mir gefällt es halt auch echt jetzt so langsam. Aus dem einen Haus, vom ersten Kapitel, da endlich raus zu sein und mal was Neues zu sehen und was Neues irgendwie mal zu erkunden hier. Irgendwie ist das gerade echt cool. Gut, dass wir das weitergespielt haben, das Spiel. Sind wieder da. Ja, moini! Schön, dass ihr wieder da seid. Guck, guck. Guck, guck. Von da, guck, guck, oh mein Gott. Lauf, 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 lauf. Ihr lässt aber auch nie Ruhe, ne? Wir beeilen uns ja schon. Schneller geht nicht. Ich halte Sprinten gedrückt. Wir können nichts. Ich habe mich einfach falsch gedrückt in die falsche Richtung. Moment. Wir finden ganz easy den Auto. Hier müssen wir lang. Müssen wir hier lang? Wir müssen hier nicht lang. Die Frage ist nur, wo landen wir jetzt? Ich laufe jetzt einfach so panisch hier wieder. Oh, was heißt panisch? Ich meine natürlich verschlossen. Wir brauchen einen Schlüssel. Das war der Keller. Hallo? Hallo? Also was heißt denn panisch, ne? Mit aller Ruhe und ne, bestem Gewissen und bestem Verstand, meinte ich natürlich. Hallo? Wird gespeichert, klingt gut. Aber ich würde mal gerne wieder manuell speichern. Das geht schon seit vor langer Zeit nicht mehr. Es ist einfach zu dunkel. Solltest erst etwas finden, mit dem du den Durchgang anleuchten kannst. Hä? Ah! Sind wir einfach an der Taschenlampe vorbei. Schaut mal. Keller ist ja immer lustig, ne? Keller ist immer lustig, Keller macht immer Spaß. Mann, ey.
keinen Hinweis darauf, welcher Schlüssel passt. Das ist natürlich sehr erfreulich. Das klemmt, selbstverständlich klemmt das. Hier haben wir aber, das heißt, ne, mal wieder auf der Suche nach Schlüssel. Schlüssel, aber Marcel, das Kapitel ist bis jetzt mega nice. Das macht sau viel Spaß. Sowas mag ich. Das ist eine Art Horrorspiel, wie ich es mag, weil das ist alles so aufeinander aufbauend. War das hier der richtige Weg? Boah, wir müssen da rein, aber ne, und nicht so. Und nicht so wie im ersten Kapitel, so ein wirres Durcheinander. So mag ich das voll gerne, diese Horror-Games. Der Waschraum, aber es ist ganz schön laut hier im Waschraum. Magst du uns einen Schlüssel geben? Bestimmt, oder? Die Tür kann nicht geöffnet werden, bis der Waschgang abgeschlossen ist. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das zu überbrücken. Aha. Aha. Das zu überbrücken. Ja, und zwar indem wir... Oh, jetzt leckt es schon wieder. Ah. Indem wir einen Stuhl dagegen schmeißen. Schade. Hätte ja sein können, dass das klappt. Also wenn ich einen Stuhl, ne, wenn bei mir auf der Waschmaschine steht noch eine Stunde 30 Minuten und ich nehme einen Küchenstuhl und werfe den gegen die Waschmaschine, dann ist eigentlich instant immer fertig und alles ist gewaschen und alles ist sauber. Vielleicht findet man einen Weg, das zu überbrücken. Lass uns einen Weg finden, dich zu überbrücken, Freunde. Das wäre ja wohl gelacht, das kriegen wir ja wohl hin. Das heißt, wenn wir jetzt hier lang gehen, finden wir hier irgendwo was. Eine Möglichkeit, um den Waschvorgang zu. Wird gespeichert. Zu überbrücken. Und dann kriegen wir den Schlüssel aus der Waschmaschine. Und können dadurch. Das ist der Plan. Das ist der Plan und das ist Trash. Aber selbst jetzt mal so ernsthaft, ja? Wir sind jetzt auf der Suche nach einem Gegenstand, der einen Waschvorgang überbrücken kann. Was soll das sein? Ach so, den Strom einfach abstellen oder was? Damit der Waschvorgang aufhört und wir die Tür öffnen kann oder was anderes? Hey, es gibt doch keinen Gegenstand. Schlüssel. Kontrollraum. Oh. Okay. Oh mein Gott! Ja, ich hab irgendwas gehört, ich bleib jetzt gar nicht. Völlig umsonst in Panik geraten. Oder? Hallo? Hä, aber wir haben doch den Schlüssel für den Kontrollraum. Hä? Moment mal. Ist das hier nicht der Kontrollraum? Nein. Ach so. Ah. Und... Okay. Habe ich mich gerade erschrocken, als die Tür aufgeknallt ist. Ich dachte, uns verfolgt schon wieder irgendwas. Oh, wir müssen selbst laufen. Das ist ja bedauerlich. Wenn uns niemand hört, kann uns auch niemand entdecken und somit kann uns auch niemand verfolgen. Klingt doch logisch, oder? Hä? Was? Ich dachte, wir sollten jetzt was finden, um den Waschvorgang zu überbrücken. Vielleicht war das aber auch nur wieder eine Errungenschaft oder sowas. Also was Optionales. Ist natürlich nur auch trotzdem dann traurig, dass wir das nicht geschafft haben. Ja, wo lang? Wo geht's denn hier lang?
Und wo geht's hier lang? Ich weiß nicht, welchen Weg zuerst. Ah, hier ist eine Tür. Kontrollraum. Nein, hier kommen wir in Richtung... Ah. Aha, hier kommen wir in Richtung... Waschmaschine, so wie er da. Ja, willkommen zurück, Wippe. Also das Kapitel ist bis jetzt sau nice. Also das Kapitel ist halt echt richtig, richtig gut bis jetzt. Macht sau viel Spaß. Ich bin echt froh, dass wir das bis jetzt weitergespielt haben. Die Tür geht nicht auf. Gut möglich, dass die Magnetkarte die Sperre außer Kraft setzen kann. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass wir noch irgendwo den Strom ausstellen können, beziehungsweise müssen, um die Waschmaschine aufzukriegen, oder? Ach, hier laufen wir nur einmal im Kreis, ja? Was ist passiert? Naja, wir haben die Geschichte von Rakan mitbekommen. Das ist so ein Verrückter, der in... Also, glaube ich zumindest, dass ein Verrückter ist, der ins Krankenhaus dann eingeliefert wurde. Und wir sind dann auf einmal auch im Krankenhaus aufgewacht und versuchen jetzt hier irgendwie rauszukommen. Und währenddessen jagt uns dieser Rakan ab und zu mal und versucht uns zu töten, der Sauhund. Das klemmt. Hä? Er klemmt gar nichts. Jetzt sind... Aha! Jetzt sind wir wieder hier. Das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwas finden, womit wir... Aber sowas ist halt mega geil. Also das Kapitel macht bis jetzt wirklich saumäßig Spaß. Das ist genau so eine Art Horror, die ich mag. Sowas ist sau cool. Nicht so wie das erste Kapitel. Ich bin echt froh, dass wir das weitergespielt haben. Magnetkarte? Magnetkarte? Ah, vielleicht. Vielleicht schaffen wir es auch mit der Magnetkarte. Die Waschmaschine außer Stand zu setzen oder sowas? Warte, ich kann dir mal kurz zeigen, hat die Kitty vorhin geklippt. Aber erst aufgeben wollen, ja, weil ich ja nicht wusste, wie sich das Spiel noch so entwickelt. So, das erste Kapitel hat halt echt gar keinen Spaß gemacht. Das erste Kapitel war echt doof. Aber jetzt, das Kapitel ist halt sau nice. Zur Arena? Komme ich morgen nicht mit? Was für eine Arena morgen? Arena? Wir kommen hier auch nicht mehr durch. Hä, wir brauchen irgendwas, womit denn wir einen Waschvorgang außer Kraft setzen können. Zum Fanshop. Ach so, nee, ich denke nicht. Ah, hier waren wir. Ah, hier waren wir noch nicht. Ah, das sieht sehr nach Sicherung aus. Ja. Oder? Ja, so machen wir die Waschmaschine aus. Ja, und jetzt können wir... Jetzt können wir die Waschmaschine aufmachen. Taschenlampe? Jetzt können wir die Waschmaschine aufmachen. Darin befindet sich bestimmt die Magnetkarte, oder? Aber jetzt ist natürlich auch die Gefahr wieder groß, dass Rakan irgendwo auf uns wartet. Oh mein Gott. Ja, sowas in der Art habe ich gedacht. Habe ich mir fast gedacht. Na, wir kommen jetzt da so nicht hin, ne? Wir hätten jetzt hier eine Leiche durchs Fenster geworfen. Was ist mit euch? Seid ihr bescheuert?
Wo war denn jetzt die Tür, die wir vorhin aufgemacht haben? Scheiße. War das hier? Nee, wo waren das jetzt? Verdammt! War das hier? Hier, das war die Tür, ne? Hier kommen wir jetzt zur... Nein. Hier kommen wir zum Waschraum. Ja, ja, hier kommen wir zum Waschraum. So. Glaube ich zumindest. Oh. Eigentlich ja. Ja, okay. Puh, jetzt kriegen wir nämlich die Tür auf. Und da befindet sich die Magnetkarte. Ja, so muss das sein. Sehr schön. Her damit. Jetzt bitte nur nicht den Rakan triggern. Das wird aber mit Sicherheit passieren, oder? Ich beeile mich auch extra. Ich beeile mich auch extra, dann kann uns nämlich nichts passieren. So, jetzt hier durch. Und jetzt zum Fahrstuhl. Der Fahrstuhl war genau hier. Sieht doch gut aus. Das läuft. Da sollen wir jetzt echt rein? Nee, oder? Was? Hä? Wie soll ich denn mit denen interagieren? Was? Wir können die... Was? 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 Oh mein Gott, was? Ja, keine Ahnung. Weg hier? Oder... Was? Wie jetzt? Hä? Rakan, lass uns in Ruhe! Das war Rakan. Nur damit ihr Bescheid wisst. Sollen wir jetzt nach und nach die Leichen da raus tun? Ohne dass Rakan uns erwischt? Und nur dann können wir den Fahrstuhl benutzen? Hä? Ist das so? Rakan, nicht böse sein. Ich glaube, das soll so gemacht werden, oder? Oh mein Gott. Aber ich wollte euch ja nur einmal den Rakan vorstellen, ne? So, du komm jetzt auch noch hier raus, bitte. Ihr bleibt mal bitte alle schön. Ja. Und jetzt... Mach zu! Eieiei. Wenn er jetzt hier gleich automatisch speichert, dann machen wir aber ab hier aus für heute. Ja, okay, hat gespeichert. Schade, dass wir nicht mehr manuell speichern können, aber ich würde dann hier ausmachen. Vermutlich darf man die wieder nicht berühren. Ja, hier muss er wieder durchkommen, ohne die zu berühren. Aber hier machen wir aus für heute, hier machen wir beim nächsten Stream weiter.